Ja, genau. Was ist Teaming with AI? Teaming with AI ist also eine offene Community. Und tatsächlich wünsche ich mir, dass wir irgendwann mal eine Community sein, die ich hier erlebe. Also das ist ziemlich unglaublich. Also großes Kompliment. Aber wir haben erst vor einem Jahr angefangen, als ich mich mit dem Florian Bailey zusammengesetzt habe und wir gesagt haben, okay, da passiert jetzt ganz viel in diesem Thema AI. Florian kommt so aus der digitalen Szene, ich komme aus dem Thema Innovation, Service Design und wir haben eben beobachtet, dass etwas passiert. Ja, die Technologie geht durch die Decke, wir erleben ganz viel. Das fing nicht erst Ende 2022 an, aber da wurde es dann im Prinzip relativ öffentlich. Das Problem, und auch das habe ich auch hier auch schon auf Visuals gesehen, ist, dass die Technologiekurve etwas anderes ist als die Anpassungskurve der Menschen, die wir in unseren eigenen Teams erleben, in den Organisationen, in denen wir leben. Und das ist das Spannungsfeld, um das wir uns kümmern müssen. Und das ist auch eine Veränderung, die begleitet werden will. Haben überlegt, okay, jetzt können wir alle einzeln lernen, aber alleine lernen ist schwierig. Also wir müssen das gemeinsam lernen, weil sich einfach so viel so schnell. Und wie können wir anderen helfen, gemeinsam zu lernen? Das sind diese zwei oder mehreren Stufen, die hinter dieser ganzen Aktivität stehen. Und wir haben im Prinzip in dem Titel Teaming with AI zwei Ausrichtungen. Das eine ist das Team, also was passiert in einer Teamstruktur, in der Zusammenarbeit und was passiert mit AI und was ist in dieser Schnittmenge los. Und wenn ich über Teams rede, gibt es verschiedenste Modelle, aber im Prinzip reden wir hier, wie Menschen miteinander umgehen im täglichen Arbeiten und da geht es viel um Vertrauen. Wie entsteht Vertrauen und wie verändert sich das, wenn plötzlich AI mit am Tisch sitzt? Wie verändern sich unsere Ziele, Kommunikation, die Rollen, die ich im Team habe, der Kontext hier, ne, klassisches Beispiel, ein Team jetzt im Sport, ja, die im Prinzip das trainieren. Wir werden heute Abend wieder vier Teams sehen, die unterschiedlich aufgestellt sind und unterschiedliche Ausprägungsstufen dieser verschiedenen Prägungen haben. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine technische Komplexität, die gemanagt werden muss. Und die ist im Spannungsfeld mit der sozialen Komplexität. Das heißt, selbst wenn die Tools einfach sind, heißt es nicht, dass ein einfaches Tool in eine Organisation reingeht und die Situation, die entsteht, einfach ist. Und das wollten wir verstehen. Und wir haben gesagt, wir hatten auch das Gefühl, dass keiner da draußen Antworten hatte, außer Berater, die irgendwas verkaufen wollten, aber auch da wurde viel mit Wasser gekocht. Also haben wir uns überlegt, wir müssen Menschen zusammenbringen. Und diese Menschen haben wir eingeladen zu einer Konferenz, online, weltweit, von Indien bis Nordamerika. Waren verschiedene Leute da, mit allen möglichen Hintergründen. Viel aus dem Design, aus dem Innovationsumfeld, aus dem digitalen Umfeld, aus dem Personal, ganze Bandbreite. Und wir haben geguckt, was sind denn die Veränderungen, die passieren. Wir haben kleine Hackathons gemacht, Jams, wo wir Experimente gefahren haben. Was passiert denn mit dem Team, wenn wir jetzt da mal eine AI reinwerfen und wie verändert sich die Dynamik? Von einem Team, das für 2 Stunden in einem Workshop existiert, bis hin zu einem Team, das über Jahre hinweg ein Produkt entwickelt. Und das ist so die Spannbreite, die wir dann eigentlich innerhalb von einer in ein kleines Paper gießen wollten. Es hat dann ein Jahr gedauert und es sind irgendwie 90 Seiten geworden und wir hatten einen etwas komplexeren. Es hat sich aber auch immer so viel quasi unter unseren Füßen verändert. Das war irgendwie so ein Catch-up, was bedeutet halt, dass wir irgendwann gesagt haben, wir wollen nicht in die Details von der Technologie rein. Also alles, was wir uns angucken, sind Dinge, die vielleicht eine Ebene oben drüber liegen, die uns helfen, dass sich nicht ständig irgendwas, also dass sich zumindest unsere Fragen nicht jeden Tag verändern. Und uns hoffentlich so ein Navigationsinstrument geben, ein bisschen lebendiger durch diese Veränderung zu kommen, um uns was festhalten zu können. Also eine lebendige Landkarte, wenn er das so sagen will, und auch vielleicht erste Schritte, was ich praktisch tun kann. Und das sind diese 10 Perspektiven, die wir entdeckt haben. Wie gesagt, manche davon sind einfach Erkenntnisse, wo man sagt, okay, muss ich
drüber reflektieren, andere sind sehr praktische Dinge. Wir haben es eingeteilt in drei große Punkte. Einmal das Onboarding von AI in ein Team. Das zweite später dann, wie verändern sich die Arten der Arbeit, Ways of Working. Und das dritte ist eher das Strategische, wie verändern sich die Teamstrukturen. Also wir fangen mal an mit den Onboarding AI in Teams. Und das fängt an mit etwas, was ihr sicher kennt. Das sind einfach Tools, die anders sind als normale IT. Sie verhalten sich anders. Es ist nicht so vorhersehbar, was der Output ist. Also im Prinzip kann man sagen, ja, es ist Software, Jim, but not as we, was übrigens in der Originalserie nie jemand in der Form gesagt hat, also selbst so nebenbei, ist nur ein Song. Aber das, was passiert denn, wenn plötzlich Software sich anders verhält? Ja, wenn plötzlich wir die sind, die die Fakten checken müssen und nicht die Datenbank, wenn sich die Rollen umdrehen. Das Erste, was passiert ist, dass Leute, die mit der AI umgehen, falsche Erwartungen haben. Und damit müssen wir umgehen. Sie haben falsche Erwartungen, was diese Dinge können. Das Zweite, was wir beobachtet haben, ist, dass dann Leute gesagt haben, oh, da schlaue ich mich auf, ich beschäftige mich mit der Technologie. So, das ist so ein bisschen so, wenn man versucht, Autos zu fahren und sich damit beschäftigt, wie ein Ottomotor funktioniert. Ist interessant, aber nicht hilfreich. Nicht immer hilfreich. Gut, also da gibt es auch einen Graubereich dazwischen. Aber wir haben festgestellt, wenn wir wissen wollen, was passiert im Team mit AI, dann müssen wir das ausprobieren und die Leute müssen tatsächlich, und die Leute müssen wirklich praktisch die Hand anlegen an diese Technologien. Wir müssen es ausprobieren. Also das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass wir festgestellt haben, dass dadurch, dass es ja immer um Content geht, wir nicht nur in der IT leben, sondern wir müssen gemeinsam im Fachbereich vor dem Computer sitzen und gucken, ist das eine gute Ausgabe, löst das das Problem gut genug oder nicht? Und das bitte nicht alleine, weil jeder von uns hat eine andere Auffassung, was eine gute oder eine Antwort ist, die funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann kommt dieses, diese Grafik ist auch von Ethan Mollick wieder, es ist aktuell nicht klar, wann eines dieser AI-Systeme uns eine Antwort gibt, die funktioniert, die das Problem löst und wann nicht. Weil was für uns als Menschen einfach ist, ist manchmal für das AI-System schwierig und umgekehrt. Manchmal Sachen, die für uns schwierig sind, sind für das AI-System einfach. Und keiner der Hersteller kann uns sagen, wo das so ist. Das heißt, wir müssen es gemeinsam rausfinden. Wo verläuft diese Grenze, wo es funktioniert und welche Probleme sind lösbar, welche nicht. Und jetzt noch, erschwerend kommt hinzu, nur weil es auf Anhieb nicht funktioniert mit unseren Prompts, heißt es nicht, dass es nicht geht. Wir müssen es vielleicht noch rausfinden, wie es geht. Und das geht am besten gemeinsam. Und dafür brauchen wir nicht nur Tool Proficiency, wir müssen nicht nur wissen, wie die Tools funktionieren, wir müssen auch wissen, wie das fachlich aussieht. Und wir müssen die Sachen fachlich einschätzen können. Und weil das Thema ständig bewegt, müssen wir auch das iterativ machen, Schritt für Schritt und immer wieder lernen. Und deswegen glaube ich, seid ihr in der perfekten Position, den Leuten zu helfen in diesem Feld. Und ja, wir haben gerade wie ein kleines Fußballspiel immer wieder. Never prompt alone ist da wirklich unser Aufruf an die Teams. Ja, macht es nicht unbedingt allein, setzt euch zusammen und bewertet, was funktioniert nicht und helft euch gegenseitig. Dann haben wir ein paar Sachen entdeckt, die sind so ein bisschen common sense, aber auch damit muss man umgehen, weil sie in der Praxis im Weg rumstehen können. Das ist einfach diese Tool-Flut, die ständig passiert. Achtet drauf, was setzt ihr wirklich in den Teams ein. Die Teams, die gut funktionieren, konzentrieren sich auf Kerntools, die stabil sind, mit denen sie wirklich arbeiten und screenen vielleicht in 10% ihrer Zeit immer so, was ist denn vielleicht am Horizont, was mein spezielles fachliches Problem löst. Aber ansonsten kommt man immer zum Arbeiten. Ne? Man kann jeden Tag 1000 Tools ausprobieren, aber nicht alles ist wirklich sinnvoll. Das nächste, was wir entdeckt haben, ist, dass diese Tools alle für individuelle Performance, also viele der Tools für individuelle Problemlösungen gebaut sind. Sie machen mich schneller, effektiver, super, aber wir arbeiten zusammen. Irgendwann sitzen wir gemeinsam an einem Tisch und machen ein Brainstorming. Wenn wir jetzt 4 Leute haben, die alle gleichzeitig prompten, wie machen wir das jetzt bitte?
Die Tools helfen uns da aktuell nicht. Warum gibt es keinen Team-Chat, den ihr jetzt selber implementieren musstet in Discord? Warum ist nicht die Basis bei ChatGPT ein Gruppenchat? Das wird kommen, ist übrigens meine erste Wette, dass das ist der Punkt, der als erstes veraltet. Ja, alles, was ich euch erzähle, kann morgen alles wieder hinfällig sein, weswegen wir dieses White Paper auch jetzt jährlich updaten wollen. Wie verändern sich die Arten der Arbeit? Was beobachten wir da? Wir müssen umgehen mit dieser Überforderung. Wir überfordern uns selber. Ja? Gib mir 100 Ideen zu irgendwas. Super, dann habe ich 100 Ideen, die ich alle nicht kenne. Ich muss mir jetzt die Zeit geben, die zu verstehen, bevor ich irgendwas damit tun kann. Das heißt, die Art, wie wir gemeinsam zusammenarbeiten, verändert sich, weil wir manchmal einfach eine Bremse einbauen müssen und sagen, jetzt lass uns das mal verarbeiten. Und das bedeutet, wir müssen uns ein bisschen anpassen. Ja, wann verarbeiten wir die Dinge, die wir da die ganze Zeit kreieren? Verbunden damit ist, dass wir das, was wir tun, verschieben von wir erstellen Dinge, wir schaffen Ideen hin zu, wir kuratieren Ideen, die aus dem System kommen. Und Kuration heißt nicht, dass wir eine Meinung zu irgendwas haben. Gute Kuration heißt, dass ich weiß, ob eine Idee in den Problemkontext passt, zu den Leuten passt, für die diese Idee gedacht ist, für diese Problemlösung. Und das heißt nicht, dass plötzlich jeder das tun kann, was ich tun kann, weil es einfach eine Komplexität dazu gibt. Es gibt auch ein schönes Zitat dazu, was macht denn einen guten Kunstkurator aus? Nicht jeder kann eine gute Ausstellung machen, das hat einen Sinn. Also das heißt, nicht jeder kann gut kuratieren. Also vielleicht ist das ein Skillset, das wir so ein bisschen pushen müssen in Zukunft. Und was ist denn jetzt der neue Durchschnitt? Was tun wir mit unseren 1000 Assistenten, die wir plötzlich haben? Und wenn jeder jetzt so ein durchschnittliches Ergebnis einfach out of the box haben kann, was passiert dann? Ja, wir müssen auch darüber reden, was ist denn gut genug? Ne, die ganzen Experten sagen, das, was da rauskommt, ist Quatsch, das kann noch mal 50% besser sein. Was ist denn, wenn 50% für die meisten Fälle schon gut genug ist? Und manchmal ist es auch einfach dieses, was mache ich denn damit? Vielleicht sind die 50% gut genug, dass ich erstmal weiterarbeiten kann und der Kollege vom Legal Department, die nicht aus den Augen schauen können, weil 1000 Anfragen sich stapeln auf ihrem Tisch, gerade nicht rumkommt. Und der nimmt es mir am Ende nur nochmal ab. Aber was passiert da? Und eines der schönen, ich schaue jetzt gerade mal auf die Uhr, wird knapp, es gibt auch Hinweise, dass für die Experten eine spannende Situation ist. Das ist die durchschnittliche Entscheidungsqualität professioneller Go-Spieler. Ja, Go ist sowas wie Schach, nur eben noch ein bisschen komplizierter, habe ich mir sagen lassen. Und 2017 wurde der damals amtierende Weltmeister von einer AI-Software geschlagen, vernichtend geschlagen, 4-1. Und alle haben gedacht, wie dieses Programm spielt, ist komplett falsch. Oh, da hat er schon Fehler gemacht. Oh, das ist ein Fehler. Und jedes Mal, wenn sie das gedacht haben in den Spielen, hat sich hinterher herausgestellt, nee, war kein Fehler. Das System hat anders gespielt, als wir Menschen gespielt hätten. Und hat ganz systematisch den damals amtierenden Weltmeister zerlegt. Was als Effekt passiert ist, ist, ein Glasdach ist weggegangen aus der Community der professionellen Go-Spieler. Die haben nämlich immer gedacht, das ist unser Level. Plötzlich haben sie den Spiegel vorgehalten bekommen und haben gesagt, nee, da gibt es noch ganz viel mehr, was ihr entdecken könnt. Und plötzlich wurden die als Community besser. Also es gibt auch Hoffnung, dass uns diese AI hilft, als Experten deutlich besser zu werden. Als Abschluss kommen wir in den Bereich, was passiert jetzt dann im Unternehmen und wo wende ich das an? Also das erste Mal, verbessere ich nur meine Prozesse, wie sie sind und verändere sie nicht? Optimiere ich die nur? Oder gehe ich irgendwann, schaffe ich mit der AI neuen Wert? Schöpfe ich neuen Wert, neue Produkte, neue Dinge, die Leuten wirklich helfen? Oder werde ich nur effizienter? Und wir sehen, eine Maturity ist, wenn ich nicht nur über Effizienz nachdenke. Da ist viel mehr Potenzial, aber vielleicht muss ich mit der Effizienz anpassen, um zu lernen, wie die Tools sind, um dann zu sagen, wie gehe ich denn in die
Zukunft. Und die Zukunft. 5 Minuten hast du noch. Ja. Das hoffe ich. Okay. Und die Zukunft kann man im Prinzip, wie gehe ich in die Zukunft? Ja? Wie gehe ich strategisch in die Zukunft? Mit wem gehe ich in die Zukunft? Und wie sehen die Teams in der Zukunft aus? Und eine Projektion, die wir wahrnehmen, ist, wir haben ja gesehen, dass Leute jetzt 1000 Assistenten haben. So, jedes Team kann jetzt mehr machen. Was aber vermutlich heißt, dass meine Teams kleiner werden können. Möglicherweise können die sich schneller bewegen und können mehr machen. Das ist spannend, weil das führt dazu, dass in Unternehmen jetzt plötzlich ich miteinander wieder neu ringen muss, wer macht denn was? Darf ich denn da hingehen? Weil da, wo ich jetzt hingehen kann, war vorher ein anderes Team. So ein bisschen, ne? Dirty Dancing, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, du gehst nicht in meinen Tanzbereich. Zeigt mein Alter, ne? Ich weiß schon. Aber das wird passieren in Unternehmen. Und wie gehen wir damit um? Wie reden wir miteinander und wie begleiten wir diese Veränderung? Und dann muss ich mir auch überlegen, in welche Richtung laufe ich denn? Und laufe ich jetzt in alle Richtungen gleichzeitig oder gucke ich mir die Trajektorie der Technologie an, gucke ich mir an, wie sich das Verhalten der Menschen verändert und sage, okay, wie könnte denn verschiedene Zukunftsszenarien aussehen und was ist jeweils meine Roadmap, um dahin zu kommen? Und nicht eine Roadmap, sondern viele Roadmaps, weil die Umgebung verändert sich so viel, dass alle diese Roadmaps morgen schon wieder sterben können. Also lieber habe ich 3, damit ich weiß, wenn eine davon schief geht, habe ich noch eine andere. Und dann muss ich das möglichst updaten. Das war vermutlich alle halbe Jahre, weswegen wir, wie gesagt, auch dieses White Paper gemeinsam alle Jahre updaten. Also, große Frage an euch. Was ist eure Strategie für AI in eurem Team? Und ganz wichtig, was ist denn die Sandbox, ja, das Sandkasten, in dem ihr das ausprobiert? Also Sandkasten heißt nicht, ich spiele nur rum und mache mit meinen Kindern eine gute Nachtgeschichte mit der AI, sondern was ist der Sandkasten für mein Business? Habe ich ein Startup, das das mal ausprobieren, wo ich keine Probleme habe? Habe ich eine Unit, die unsere Use Cases verprobt mit den Modellen? Habe ich überhaupt Cases, die ich in ein neues Modell stecken kann und zu validieren, ob die besser sind für das, was wir brauchen oder nicht? Also wir haben noch viel Arbeit vor uns, um das alles abzuklären, aber wo kann ich spielen, ohne dass ich gleich auf die Nase falle oder meine Marke bestätige? Also, um es nochmal abzuschließen, wir müssen viel lernen, weil es bewegt sich so viel. Das heißt, wir müssen immer 2 Schritte machen, gucken, was ist passiert und wie adaptieren wir. Weil es ist nicht nur die Technologie, es sind die Menschen außenrum, es sind auch die großen Fragen, was ist die Ethik dahinter? Wem tun wir weh mit diesen neuen Dingen, die wir da plötzlich in die Unternehmen bringen? Bewusst oder unbewusst? Und sind wir, are we aware? Wissen wir mit offenem Auge, was wir da tun? Und machen wir die Schritte klein genug und die Lernschleifen schnell genug, dass wenn etwas aufpoppt, wir reagieren können? Und das ist im Prinzip, wo ich dann auch euch bitten möchte, weil ich glaube, ihr werdet ein super Partner auch für uns als Community. Meldet euch gerne an bei Teaming with AI. Da gibt es dieses White Paper in 90 Seiten in Detail zum Runterladen, auch mit ganz vielen Übungen. Wir sind super happy für jedes Feedback, das kommt. Was passt davon? Was verändert sich schon? Was ist heute schon veraltet? Mit wem müssen wir da noch reden? Jederzeit meldet euch, es ist einfach nur eine E-Mail-Adresse, wir spammen auch nicht so viel, versprochen. Über die Mailingliste kriegt ihr auch mit, was die nächsten Veranstaltungen sind. Im November wird es eine weitere Unconference geben, die Winter-Unconference im Frühjahr, die ist immer so im April, Mai. Das ist die zweite Unconference und dazwischen planen wir jetzt auch viele Hands-on-Experimente, wer da Spaß dran hat und mitwirken möchte und einfach Teil dieser Community werden möchte, um gemeinsam durch diesen Sturm zu gehen und zu gucken, wo geht's hin. Vielen Dank. Christian.
Sehr schön. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, Markus, du bist ja noch da. Das heißt, ihr könnt euch Markus tagsüber noch krallen. Ich würde gerne den Blick nach online richten, wenn es von online ein, zwei Fragen noch gibt. Und einen ganz kurzen Applaus an die Marina, die schon das Maskottchen in ihrem Videobild mit dabei hat. Haben wir Doris oder Nicole, gibt es Fragen von Online-Handmeldungen? Das sind die Sekunden, die man überbrücken und aushalten muss. Niemand hat die Hand gehoben. Okay, dann würde ich sagen, falls es die noch gibt, schreibt den Kanal Apple-Line-Saal, dann gehe ich auf den Markus zu und stelle die und beantworte die dort. Danke dir, Markus, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gib gerne ihm nochmal einen Applaus, genau.